Aziz, welche zwei Zahlen treffe ich eine Kaufentscheidung für eine Immobilie? Darüber möchte ich sprechen in Vlog-Folge 214. Schöne Grüße aus dem Kinderzimmer hier. Ich zeige es nicht, weil das von meiner Frau verboten ist, das Innere der Wohnung zu vloggen. Bald werden die Motive wieder abwechslungsreicher, wenn die selbstverordnete Quarantäne endet und wir on Tour sind. Das aber nur am Rande zur Kaufentscheidung bei Immobilien. Also das schleift sich ja über die Jahre immer wieder. Jetzt in den letzten Wochen haben wir sehr viele Kaufentscheidungen getroffen, für und gegen gewisse Deals. Und ich möchte jetzt über zwei Kennzahlen sprechen, die ich verstehen möchte. Und dann kann ich eine Kaufentscheidung treffen, neben natürlich ein paar anderen Sachen. Das kann für Stefan schon anders sein und ist dann auch ja, für die Co-Investoren, mit denen wir zusammenarbeiten, unter Umständen anders. Aber das sind meine zwei. Entschuldigung. Zahlen. Zahl Nummer 1, Mietrendite. Und zwar, die Frage ist natürlich, welche Mietrendite? Also jährliche Kaltmiete ins Verhältnis zum Kaufpreis. Daraus kommt dann beispielsweise 5%, 6%, 7%. 5% wäre schlecht, weil damit kriege ich meine Bankratekosten nicht gedeckt. Bleibt zu wenig Cashflow übrig. 7% wäre gut. Dann bleibt schon Cashflow übrig. 9% wäre ein Träumchen. Gibt es aber selten einfach so zu kaufen und schon gar nicht an guten Standorten. Jetzt welche Mietrendite genau? Und zwar, was ich eigentlich wissen möchte, ist die Soll-Mietrendite inklusive Investitionen, aber exklusive Kaufnebenkosten. Das ist mein persönlicher Weg. Ne? Das ist gar keine offiziell, glaube ich, benannte Zahl. Aber was ich eben, die Kaufnebenkosten sind mir scheißegal erstmal, weil ob da jetzt ein Makler oben drauf kommt oder nicht, damit darf ich Deals nicht miteinander vergleichen. Da kann ja die arme Immobilie nichts dafür, wenn der Makler noch seine Provision haben will. Und wenn das ein guter Makler ist, kriegt er die herzlich gerne und die ist halt aus dem EK zu bezahlen und so ist es. Aber was ich also vergleichen möchte, ist die jährliche Kaltmiete ins Verhältnis zum Kaufpreis, aber fairerweise natürlich ins Verhältnis zum Kaufpreis plus Investitionen, die ich heute kenne, die ich reinstecken muss auf jeden Fall und die ich nicht aus den laufenden Rücklagen bezahlen kann. Also weiß ich beispielsweise, die Wohnung ist gerade nicht vermietbar oder das Haus in Summe muss was gemacht werden, was jetzt gemacht werden muss und ich von Anfang an mit einrechnen muss und nicht über die laufenden Rücklagen zahlen, dann will ich das oben drauf rechnen und dann nehme ich dazu die jährliche Kaltmiete im Sollzustand. Also muss ich ein bisschen was noch reinstecken, mache zum Beispiel ein Bad neu bei einer leerstehenden Wohnung in einem Haus, die erhoffe ich mir dann neu vermieten zu können. Dann müssen da die Kosten rein, die initial für das Bad anfallen. Und dann muss die höhere Miete rein, die ich durch die Neuvermietung dann bekomme, quasi im Sollzustand. Und das ist eigentlich das, wo ich mir angucke. Dann kann man natürlich mehrere Soll-Szenarien noch rechnen, aber eigentlich hat man immer so ein Szenario im Kopf, wo man sagt, okay, in den ersten Monaten nach Übernahme der Immobilie möchte ich eigentlich auf so einen Sollwert kommen. Da gibt es ein paar Immobilien, wo man dann genau weiß, okay, in ein paar Jahren ist da nochmal ein richtiger Sprung drin, dann kann man sich das ja auch noch angucken. Aber das ist meine Kenngröße 1. Ich möchte die Mietrendite verstehen für ein Soll-Szenario ohne Kaufnebenkosten inklusive Investitionen. Und das Zweite, was ich verstehen möchte, ist, wie viel Prozent der Deal unter Marktwert ist. Das heißt, ich gucke mir einfach an, was zum Beispiel Homeday-Preisatlas oder Immobilien-Scout-Preisatlas anzeigt an durchschnittlichem Kaufpreis für Wohnungen in der Stadt, nicht für Häuser, weil Häuser ist dann viel gemischt mit Einfamilienhäusern und so, also auch für ein Mehrfamilienhaus gucke ich mir den Wohnungsquadratmeter Kaufpreis an und da möchte ich natürlich ein gutes Stück drunter sein, das sind ja auch Angebotspreise, das ist also alles mit Vorsicht zu genießen, wenn man auf dem Niveau kaufen würde, kauft man wahrscheinlich eher einen Tick über Markt sogar, das heißt von dem Niveau, was man über solche Plattformen rausfindet, möchte ich nochmal mindestens eigentlich 20% drunter sein, damit ich mich wohlfühle. Und das ist zumindest mal zahlenmäßig das, wenn dann ansonsten mit der Immobilie quasi alles passt, wie ich ein Go geben würde. Im Moment Kriterium für mich bei Mietrendite, also ein glasklarer Soll-Fahrplan auf mindestens 7% ist nötig, aber eine Fantasie auf 8 wäre schon schön und 20% unter Marktwert. Aktuell. Kann sich ändern, aber so kaufen wir gerade ein. Bis morgen.